Ich begrüße euch zurück hier bei Fallout 4, hier bei der Satellitenstation Reverie, was für ein Wort. Ja, wir machen mal direkt weiter und fangen mal an hier die ganzen... Oh, Syndrus, du linker Arm, perfekt. Beschleunige die Regeneration deiner Aktionspunkte. Ja, beim letzten Mal haben wir hier einen Kampf bestritten, der es in sich hatte, wie ich finde. Also es war nicht ohne, es waren vor allen Dingen unglaublich viele Mutanten. Wir haben wahrscheinlich sehr viele Stimpaks. Ich sag mal beinahe verschwendet, oder? Ah, es geht. 71 ist noch in Ordnung. Aber der Kampf war auch nicht ohne, oder? Ich wage zu behaupten, das war der schwerste Kampf bis jetzt. Weil es einfach unglaublich viele Mutanten waren, die hier zu uns gestoßen sind. Und da hängt eine Hütte dran. Diese Mutanten. Unglaublich. Unglaublich. Und hier soll sich irgendwo die Patrouille befinden. Also, ich glaube kaum, dass die noch leben. Handbuch für verdeckte Einsätze. FH509. Bingo. Dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Dankeschön. Munitionskiste. So. Geschafft. Immerhin 4 Schrotpatrönchen. Ha, wie süß. Captain Cosmos und der Mondaffe, the Moon Monkey. Da ist ein Leuchtturm. Sieht schon klasse aus, muss ich zugeben. So, es wird jetzt Abend, aber das soll mich mal nicht stören. Ich werde hier trotzdem einfach weiter erkunden. Diese Fleischbeutel sehen jetzt so grausam aus. Ich meine, die sahen in Fallout 3 ja schon eklig aus, aber hier... Pfui, pfui, pfui. Every button, every blinking light. Ich kann es nicht oft genug sagen. Strahlung, nein, danke. Die Frage ist natürlich, wo ist die Patrouille? Da ist auch noch eine Hütte. Gelehrter Ferris. Gelehrter Ferris Holoband. Rüstung eines Einsatzgelehrten, okay. Fusionskerne. Davon haben wir echt viele mittlerweile. Stimpaks. Gelehrter Ferris. Ah, ich würde sagen, wir schlafen erstmal ein Stündchen. Und hören mal rein. Wobei, wir schauen mal ganz kurz, Kleidung. Ersetzt die ganze Kleidung, schade, weil die sieht echt schick aus. Aber würde unsere Werte drastisch reduzieren. Und rein damit. Oh, hier spricht Ferris. Es ist 2 Stunden her, dass der Paladin gegangen ist. Mein Bein kann die Blutung nicht stoppen. Die Kugel hat wohl eine Arterie erwischt. Brandis, wenn du das hier hörst, ich hoffe, dass du es rechtzeitig zurück zu Estlin geschafft hast. Für mich hättest du nichts mehr tun können. Geh zu Bunker im Norden. Oh, du wirst das überleben. Das ist alles. Oh, oh, alles, was zählt. Oh Mann, untersuche den Bunker. Den Bunker im Norden. Finch Farm. Machen wir, aber da wollen wir auch nochmal ganz kurz hochgehen. Die Powerrüstung sieht so genial aus.
Die Finch Farm ist sozusagen auf dem Weg Richtung Norden. Gelehrter Ferris. Mann, oh Mann, oh Mann. Also noch ein Überlebender. Der letzte Überlebende. Supermutanten-Hanich. Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall einen Supermutantenbegleiter bekommen. Sonst macht das gar keinen Sinn, dass wir diese Supermutanten-Rüstung finden. Das ist total durchgeknallt. Oder man kann irgendwie zum Supermutanten werden, was ja noch durchgeknallter wäre als ein Supermutantenbegleiter. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Munition. Ein toter Raider. Rüstungswerkbank, okay. Stimpak Red Axe, dankeschön, freut mich. Und gar nichts, okay. So, wir haben hier ganz in der Nähe dieses seltsame Symbol, das ich gar nicht zuordnen kann. Deshalb würde ich sagen, rein in die Powerrüstung. So. Wie viele Kerne haben wir jetzt? 24. Das ist echt der Wahnsinn. Ja. Ich glaube, da hat sich Fallout verabschiedet, Leute. Da hat sich Fallout verabschiedet. Das ist aber nicht nett. Okay, dann müsst ihr jetzt einfach miterleben, wie das ganze Spiel startet. La 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 la. Das zweite Mal. Muss ich sagen. Das war das zweite Mal. Please stand by. So. Das zweite Mal. Schade. Ja, was heißt schade? Es ist ein so komplexes Spiel, das so groß ist, so viel bietet, vor allem auch eine so große Welt bietet, da sei sowas mal verziehen, oder? Und dieses Hauptmenü, Leute, es ist so genial. Okay, dann müssen wir noch einmal die Gebäude neu erkunden. Wie gesagt, das zweite Mal, ja, ich kann es verkraften. Oh, das sieht ja schön aus. Im Jahr 2077 wurde die Welt durch ein nukleares Feuer zerstört. Nur sehr wenigen gelang es, sich in die Sicherheit der Vaults zu flüchten. Ja, von denen haben wir mittlerweile viele kennengelernt, oder? Ich meine, in Fallout 1 spielt man einen Vault-Bewohner. Ich weiß gar nicht, spielt man in jedem... Ah, nee, gar nicht. In Fallout New Vegas spielen wir ja einen Kurier. Interessant, fällt mir jetzt gerade ein. Kein Ödland-Bewohner. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt nochmal das Holobot von Ferris anhören. Noch einmal ganz schnell, die eine Hütte plündern. Da war ja die Supermutanten-Rüstung. Und wir müssen auch noch einmal da unten zu den Wohncontainern. Ja, ist wie gesagt recht ärgerlich, aber... ich verzeihe das im Spiel. Prepare for the future. The future of America. So. Hoho. Also, dann noch einmal das Holoband. So, rein damit. Ferris, es ist 2 Stunden her, dass der Paladin gegangen ist. Mein Bein kann die Blutung nicht stoppen. Die Kugel hat wohl eine Arterie erwischt. Brandis, wenn du das hier hörst, ich hoffe, dass du es rechtzeitig zurück zu Estlin geschafft hast. Für mich hättest du nichts mehr tun können. Geh zu Bunker im Norden. Oh, du wirst das überleben. Das ist alles... Oh, oh, alles, was zählt. Brandis,
Ist also der letzte Überlebende. Ich bin gespannt, ob der noch lebt im Bunker. Wäre schon interessant, oder? Wenn er noch im Bunker sitzen würde. Schöne kleine Kochecke. Aber ich glaube sehr weniger. Ich glaube sehr weniger. Dass wir da wirklich einen Überlebenden treffen, kann ich mir kaum vorstellen. Ja, das linke Bein war kaputt, deshalb liegt das hier. Oh Mann. Die ganze Patrouille, ja, der größte Teil ist ja letztlich gestorben. Ja, hinten direkt beim ersten Punkt, den wir gefunden haben, in der Gebäuderuine. Schon tragisch. Rein da. Okay. Auf geht's. Diesmal bitte ohne Absturz, liebes Spiel. Das war nicht geplant. Nochmal rein da. Kommt man da nicht hoch? Nein. Jetzt läuft aber wirklich alles schief hier. So. Es ist also eine Art Dock. Oder eher gesagt, es ist ein Dock. Reap Yachthafen. Hallo? Hallo, Eugene. Ihr Bruder Malcolm hat eine Überraschung für Sie vorbereitet. Kommen Sie mit. Eugene Malcolm? Und dir fehlen ein paar Teile, lieber Mr. Handy. Eugenes Terminal. Warte mal kurz, Mr. Handy, ich komme sofort. 2.11.77. Erster Tag im Yachthafen. Vor 10 Tagen sind die Bomben gefallen und die Welt ist verrückt geworden. Malcolm und ich können es vielleicht schaffen. Die Boote sind noch in gutem Zustand. Wenn wir eines davon in Bewegung setzen können, können wir dem Chaos des Krieges entkommen. Ich bin froh, dass Malcolm da ist. Die Familie muss zusammenhalten, selbst wenn er ein nerviger Gammler ist, der beim Kaffeetrinken schlürft. 20 Tage später. 20. Tag in Reap. Wenn dieser verdammte Idiot glaubt, mir sagen zu können, wie die Dinge laufen, würde er sich doch wundern. Er braucht mich. Das heißt, was ich sage, gilt. Wir fliehen nach Süden. Ohne meine Hilfe und Teile kann der Esel das andere Boot niemals reparieren. Und wofür? Um ausgerechnet nach Norden zu fahren. Wäre er nicht mein eigenes Fleisch und Blut, würde ich mit einem Schraubenschlüssel auf seine kaffeeschlürfende Querdenkerfresse einprügeln. Ich glaube, er macht das absichtlich. Glaube ich auch. 12.12. Er hat zum letzten Mal beim Kaffeetrinken geschlürft. Er muss sterben. Es ist die einzige logische Entscheidung. Es gibt niemanden außer ihm, der die Schuld daran trägt. Alles, was ich brauche, sind die Teile von seinem Boot. Dann kann ich aus dieser verstrahlten Hölle fliehen. Ich habe mir die Sicherheitsprotokolle der Roboter angesehen und ich glaube, ihm steht eine kleine Geburtstagsüberraschung bevor. Okay, so wie ich das jetzt gerade verstehe, werden wir gleich eine böse Überraschung erleben. Ja, ich komme sofort. Hallöchen. Guten Tag. Sir. Guten Tag. Hallöchen. Sir. Ich weiß, was ihr vorhabt. Teslas Forschung. Ja. Energiewaffen verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden. Das sieht auch schick aus, oder? Teslas Wissenschaftsmagazin. Zukunft oder Kriegsführung oder so ähnlich.
Das hat sich gelohnt. Hallo, hallo. Ganz, ganz ein gutes Gefühl. Malcolms Terminal. Okay. Slug. Menu. Dann ist Manny auch falsch. Cool. Liebe. Wir sind heute im Yachthafen angekommen und draußen ist die Hölle los. Wir müssen eins dieser verdammten Boote reparieren können, um hier zu verschwinden. Mein verkrampfter Bruder macht mich manchmal wahnsinnig, aber die Familie muss zusammenhalten, durch dick und dünn gehen. Wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Ich brauche erstmal eine Tasse Kaffee. Das Ganze aus der anderen Perspektive. Tag 25. Nachdem ich diesem Blödmann die Meinung gegeigt habe, redet er nicht mehr mit mir. Wir müssen nach Norden fahren. Dieser Feigling hat stattdessen überall kleine Notizen hinterlassen. Na warte, das kann ich auch. Tja, morgen ist unser Geburtstag. Eugene will das Kriegsbeil begraben und vielleicht begrabe ich es ja in seinem Rücken. Ich kenne einen kleinen Trick mit dem Sicherheitsprotokoll der Roboter. Das dürfte ein nettes Geburtstagsgeschenk für diesen Mistkerl werden. Damit hat er bestimmt nicht gerechnet. Ja, ihr wolltet euch beide mit den Robotern umbringen, oder was? Ihr zwei Scherzkekse. Eugene und Malcolm, die zwei total bekloppten, wenn ihr mich fragt. Kann er komplett oben lang laufen, okay? Da könnte man eine Powerrüstung lagern. Superklebersicherung. Superkleber. Wunderkleber, Klebeband, Malpinsel. Wir haben da eine Metrostation und da ein weiterer Dockwegpunkt. Könnte aber auch hier das Diner gemeint sein. Erledigt. Gibson Point Pier. Gemeint war sich das Diner. Naja, der Todesklaue, ich glaub's ja wohl. War ja mal ein totaler Witz hier. Diese Affen. Ich sag's euch, diese Affen. Oh. Schick, Lasergewehr. Hätte spaßig werden können. Ah, ein Safe, okay. So. Cool. Munition, dankeschön. Stimpak und Blutpaket. Okay. Weg mit der Waffe.
Okay, das war's hier an der Küste. Und ich überlege gerade, ich würde eigentlich gerne nach Sanctuary Hills reisen. Machen wir auch. Und danach werden wir dann Richtung Norden, Richtung Bunker gehen. Beim nächsten Mal wollte ich schon sagen, so weit sind wir dann doch noch nicht. Meine Güte. Wir haben eine neue Power-Rüstung gefunden. Wir haben extrem viele Fusionskerne. Das ist echt der Wahnsinn. Hätte ich so nicht mit gerechnet. So, meine 24 Stück, das ist nicht schlecht. Und zwei sind sogar noch in den Rüstungen drin. Wirklich nicht schlecht. Raus aus der guten Stube. So, dann einmal hier herstellen. Kampfgewehr. Kampfgewehr, Lasergewehr, Planke, Planke. Einzigartig, einzigartig. Hier bekommen wir immer schon Kupfer raus aus den Gewehren, das ist echt super. Tut mir leid, ich wäre gerade keine gute Gesellschaft. Auch nicht schlecht, aber die Munition, der Munitionstyp ist nicht so vorteilhaft. Standard mächtiger Verschluss, verlängerter Lauf. Okay. Vollständiger Kolben, großes Magazin, Reflexvisier. Okay. Rechtmäßige Herrschaft, optimierter Gammenwellenemitter. Ist super. Außergewöhnlicher Schaden, überlegene Reichweite, erhöhter Rückstoß, mangelhafte Magazin und Präzisionshüfte. Klingt ja nicht schlecht, oder? Ist natürlich sehr teuer. Mache ich einfach mal, nur mal Interesse halber. Leuchtvisier, Reflexvisier. Da hört es interessant an, oder? Nur mal gucken, nur mal Interesse halber. So, Dog Meat. Dog Meat, lauf doch nicht weg. Hey. Hey. Was soll das? Mann. Müssen wir das ganze Stück zurückgehen, weil Dogmeat so blöd ist. Entschuldigung, aber muss mal sein. So, dann gehen wir eben gemütlich. Also wie gesagt, ich bin bis jetzt wirklich mehr als fasziniert von dem Spiel. Es ist unglaublich. Wir haben mittlerweile auch echt viele Power-Rüstungen zusammen, oder? 4 Stück, 1, 2, 3, 4, tatsächlich. Können wir bald hier unsere eigene Einheit starten. Und schön zu sehen, wie alle arbeiten. Echt klasse. Du trägst zu viel und kannst nicht rennen, das weiß ich. So. Perfekt. Dann einmal nochmal herstellen. Ich bin gerade beschäftigt. Okay, dann doch nicht. So, wir gucken mal ganz kurz. Inventar. Fünfzehn, neunzehn.
Die Werte sind halt echt gut. Aber deutlich mehr Energieschutz dafür. Oh. Die ist super. Die ist auch super. Sieht zwar sehr merkwürdig aus, aber der Schutz ist gut. Das sieht echt total gruselig aus, was wir jetzt anhaben. Naja, aber die Werte sprechen eben für sich. Blei verkleidet. Gedämpft. Senkt wahrscheinlich gestützt. Reduziert Fallschaden, reduziert Körperschaden. Gestärkt. So. Moment. Linker Arm. Zündrüstung, Pipapo. Zündrüstung, Kampfrüstung, rechtes Bein. Linkes Bein. Okay, ich glaube, ich habe mich gerade vertan. Ich habe gerade Arm statt Bein gemacht. Na okay, egal. Wir müssen später nochmal schauen. Haben wir hier vielleicht was drin? Zündrüstung. Linkes Bein. Leder Raider Zünd. Arm. Zünd. Rechtes Bein. Raider Raider. Ne, schade. Meine Kleidung. Modische Brille, der Hut, den packen wir auch mal rein. Rüstung eines Einsatzgelehrten, der Kampfanzug, die Schutzbrille, Supermutantenharnik, die Powerrüstung, Zündrüstung, einzigartig, das können wir verkaufen, können wir verkaufen. Können wir verkaufen, den behalten wir. Einzigartig. So. Dann hier. Einzigartig. 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 Okay. Wieso ist hoffentlich kein Ärger? Sei mal ein bisschen netter zu mir. Das ist immerhin hier mit, ich sag mal, indirekt meine Siedlung. So. Zerstören. Bin ich die einzige Person, die jemanden verloren hat. Ich vermisse ihn nur so sehr. Boah, der ist so depressiv, der Junge. Okay, sehr schön. Ich überlege gerade. Pipapo, pipapo. Verschollene Patrouille. Untersucht den Bunker. Entführung, Siedler. Ja, das machen wir später. Die verschollene Patrouille, das ist da oben.
Es ist ja beinahe hier bei dem Lake, ne? Es ist ja wirklich ein Katzensprung. Ich würde nämlich diese Mass-Fusion-Hütte gerne erstmal außen vor lassen. Die Red-Skorpione. Ja, die Strahlungsstürme. Die sind auch nicht ohne. Oh. Nebel, Nebel, Nebel. Der Nebel des Grauens. Und hier haben wir im Norden den Bunker. Dogmeat? Oh. Plünderer. Entdecker-Outfit. Sicherlich nichts zum drunterziehen, oder? Schade. Das ist echt schade. Es sieht merkwürdig aus, was wir anhaben. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir bald so eine richtig, richtig schöne Rüstung finden, aber ich zweifle daran. Ekelhaft. Ah, man sieht nicht so viel aufgrund des Nebels natürlich, aber wir sehen genug. Aber ich würde auch sagen, wir werden hier jetzt gleich mal einen kurzen Schlussstrich ziehen und den Bunker beim nächsten Mal erkunden. Hat mehrere Gründe. Einmal, dass ich dann gleich noch einmal aufnehmen kann, bevor ich zur Schule muss. Zwinker, zwinker. Und natürlich, dass wir jetzt, ja, kurz davor stehen, scheinbar tatsächlich dann die Reste der Patrouille endgültig zu finden. Denn ich denke mal, dass wir hier dann entweder die Leiche oder eben einen Überlebenden treffen werden. Und dann war es das ja. Wir sind ja gerade auf jeden Fall auf der Spur des Letzten der Patrouille. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, Leute, hier an dieser Stelle, hier im Commonwealth, verabschiede ich mich von euch. Wir werden dann hier weitermachen und gemeinsam herausfinden, ob es tatsächlich jemand überlebt hat. Ich glaube es eher weniger, aber wir finden es gemeinsam heraus. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier mit Fallout 4. Ich freue mich schon und kann es kaum abwarten. Let's go, pal.